Hallo und willkommen zur neuen Wochendekoration. Und zwar habe ich euch ja gestern schon meine nette Happy Mail gezeigt und was ich alles in diesem Päckchen drin hatte. Und ich habe euch ja quasi schon die Elefantenwoche angedroht und heute kommt sie wirklich. Und genau, hauptsächlich möchte ich halt dieses Sticky Note hier einbringen. Und habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die dazu passen. Und als erstes möchte ich, glaube ich, hier dieses Untersetzerdeckchen einbauen. Das habe ich auch von der Sally, von der auch dieses Sticky Note stammt. Jetzt muss ich nur mal schauen. Aha, super. Wie groß das hier ist. Wie ich das am besten einbringe. So wäre es eigentlich ganz cool. Okay, also zuerst das Washi-Tape unten drunter. Und da habe ich mir dieses hier ausgesucht mit diesen Wassertropfen. Das ist ja hier auch auf dem Sticky Note mit drauf. Und dazu passend wäre ganz schön das hier. Das ist von Mastel. Das habe ich für 2,95 Euro beim Papierkrämer in Frankfurt gekauft. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier so viele kleine Farbspritze habe, ich habe heute schon ein bisschen was gebastelt. So. Und das Gebastelte möchte ich heute auch noch verwenden. Deswegen nehmen wir jetzt hier dieses Aquarell-Washi-Tape mit den Farbspritzen. Oh, das ist sehr, sehr schön. Ein guter Kauf. Dann kommt das hier drauf. Wird auch gleich abgeschnitten. Und dann fehlt uns noch das Wasser. Das ist natürlich echt praktisch, dass die so nach unten fallen, weil dann passt sie richtig gut an die Seite. Und es regnet ja nieder. Ja. Schön. So, nochmal ordentlich schneiden. Habe ich denn da geschält? Na gut, ich habe meine Brille auch nicht auf. Fällt mir gerade. Fällt mir jetzt auf. Aber eigentlich brauche ich ihn nur für Entfernung. Also sollte die Länge meines Schreibtisches gerade noch machbar sein. So, dann für unten nehme ich, glaube ich, dieses hier. Das, oh Gott, das ist vielleicht von Arte Bene, aber vielleicht auch von irgendwas anderem. Und ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich das im Galeria gekauft habe. Also Galeria Kaufhof. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut. So. Dann hätten wir schon mal ein grobes Washi-Tape-Gerüst. Und dann muss ich noch schauen, wie ich meine ganzen anderen Ideen hier verwurste. Also hier hätten wir dann El Sticky Note. Ich habe noch nie mit sowas gearbeitet. Ich sehe das immer nur bei allen anderen. Dann denke ich mir, ey, cool. Ich möchte das auch. Ich noch ein bisschen höher. So. Sieht das was aus? Das dann so abgeschnitten ist. Oh. Das ist viel schwerer, als das aussieht. Ach, ich glaube, so machen wir das. Okay, dann ist es eindeutig ein Fall für Klebestift, Stick. Und jetzt wäre eine Unterlage ganz gut, sonst schmier ich mir hier alles voll. Das sollte gehen. So. Ups. Großzügig angeschmiert. Dann war das hier so ungefähr auf der Hälfte. Ich habe es momentan auch so ein bisschen mit diesen pastelligen Tönen. Gebe ich ja offen zu. So, klebt gut an mir und hoffentlich auch gut auf dem Papier. So.
Tada! Wasser für die Elefanten. Und hier kommt dann der Elefant zum Einsatz. Ich glaube, so kann das laufen. Für den können wir jetzt aber auch den Kleberoller nehmen. Schön. Ich mag die Farben und diese Sticky Note. So, dann schneiden wir auch das ab. Und ich habe ja jetzt noch was von diesem rosanen Spitzenzeug übrig. Das könnte ich eigentlich hier drauf kleben. Oder hier. Ja, ich glaube, da hätte ich ganz gern noch was, damit das nicht so lahm aussieht, aber das Notizen werde ich mal abdecken. Ich und Timex. Warum klappt das noch nicht? Alle Menschen benutzen ganz selbstverständlich Timex und ich bin immer verzweifelt. So, dann wieder der Umschlag. Das entwickelt sich gerade schon wieder ganz anders, als ich es geplant habe. Aber na gut. So, ups. Lass mich los. So. Dann, jetzt wird auch noch mal ein bisschen mit der Seite hier beschäftigen. Und zwar habe ich auch ein paar Sticker, die gut dazu passen. Diese hier sind von der Joanna, die ist bei uns in der Filofax Frankfurt Gruppe. Und die hat sie, glaube ich, aus Polen. Und ich musste sie sofort mit ihr tauschen, weil ich sie so cool fand und ich habe eigentlich gar nicht viel zum Tauschen dabei gehabt damals, weil ich nicht damit gerechnet habe. Das ist von dem, das passt ja echt genau. Guck mal hier so, die Ente, die auf dem Wasser rumtreibt. Ich bin begeistert. So, also, ich glaube, die Wolke, guck mal hier, auf meinen Klebeunfug. Muss irgendwie zusammengehören, auch wenn ich es von zwei verschiedenen Mädchen habe. Sogar hier dieser Tropfen mit diesen Streifen. Aber will ich den da haben? Was will ich denn da haben? Vielleicht nehme ich lieber einen anderen, den hier. Und den hier auf den Übergang. So, dann sollte ich wahrscheinlich am besten noch ein paar Elefanten einbringen. Aber vorher markiere ich mir meine Arbeitstage. Und das ist auch hier die Bastelei, mit der ich mich vollgesaut habe. Und zwar habe ich mir so ein paar Sticker gemacht, wo jetzt halt einfach immer Store draufsteht. Weil das irgendwie nicht so toll aussieht, wenn ich das schreibe, wegen meiner grauenvollen Schrift. Und jetzt sind sie noch weiß und ein bisschen langweilig, aber dann nehme ich mir hier einfach meine Copic-Marker. Und ich glaube, ich nehme das hellblau. Und färbe das jetzt hier einfach mal so ein bisschen ein. Sonst geht das besser. Also Montag arbeiten. 100% sicher. Dann nehme ich noch. Das Lila sollte eigentlich auch ganz gut aussehen. Passende Alkoholfarbe, scheinbar die Farbe vom
den Farbbinden an der Schreibmaschine anlöst. Aber so geht's. Ah, das heißt, nächstes Mal muss ich die zuerst anmalen und dann beschriften. So, Dienstag arbeiten. So, da bin ich ja dann noch abends. Montags arbeite ich immer viel. So, dann Mittwoch arbeiten. Donnerstag habe ich frei. Für Freitag können wir ja mal hier so ein Gesplash nehmen. Das Abwechslung ist. Und Samstag muss ich nämlich wieder ein Lila. Sonntag habe ich wahrscheinlich noch ein Shooting, aber das muss ich mir noch bestätigen lassen. Und auf jeden Fall ein Essen bei den zukünftigen Schwiegereltern. Freude. So, also hier hätte ich total gerne diesen Luftballons und den kleinen Elefanten dazu. Klebe ich ihn das am geschicktesten? Das so. Und ein Elefantchen. Ich glaube den hier. Oh ne, der ist quasi, der ist tatsächlich schon zu groß. Also doch ein kleiner. Ja, die Sticker sind so cool. Ich weiß nicht, was ich momentan mit Elefanten habe. So, dann nehme ich doch einfach nochmal den ganz großen hier. So hier unten. Und was noch? Ein paar von den Tropfen. Eins. Einen, der so ein bisschen erbsch guckt hier. So, ich will es nicht übertreiben. Aber ich glaube, ich nehme noch einen von den Elefanten hier. Die Sticker hier sind von Paper Poetry. Ich mache den hier in die Ecke. Oder lieber diese Blume. Ich will auf jeden Fall irgendwas über diese Kante, weil die so lahm aussieht. Ich finde den so schön. Hätte ich den gerne drauf. Schauen. Ah. Ich glaube, mir fehlt hier vielleicht noch ein bisschen Washi-Tape. Donnerstag habe ich ja frei. Der kann noch ein bisschen was vertragen. Nun, habe ich das so schief angeschnitten? Komm mal raus. So. Ich musste mich heute übrigens sportlich betätigen und habe das noch nicht überwunden. Und zwar hat mein Freund sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich Longboard fahren lernen soll, weil er das unbedingt mit mir zusammen machen möchte. Ich zwinge meine Hobbys ja auch nicht auf. Zumindest nicht übermäßig. Und jetzt habe ich total Muskelkater. Und ich bin auch nur einmal hingefallen. Habe auch nur einmal geblutet, aber dafür dann dreimal geweint. So. Aber unglaublich, wie viel Muskelkater man davon bekommt. Auch in den Armen. Einfach halt, weil man so, oder zumindest ich, weil ich halt versucht habe, so ein bisschen
ja, mein Gleichgewicht damit auszubalancieren und habe die Arme halt immer oben gehabt und das bin ich nicht gewöhnt, scheinbar. So, das sieht doch nett aus. Dann war es das für diese Woche. Die ist unglaublich voll geworden. Und aber schön. Und ich bin sehr stolz auf meine Schreibmaschinensticker. Wahrscheinlich auch nur, weil ich meine Schrift nicht mag. Ja, also ich habe ja auch einen Brief von der Mira bekommen. Und die hat so schön die Anschrift drauf geschrieben, dass ich mich fast schon schlecht gefühlt habe. Ich habe da nie die Geduld für, eine schöne Anschrift zu schreiben. Ich habe eigentlich auch nie die Geduld für so Tauschpäckchen. Weil ich weiß nicht, irgendwie das alles so schön hinzukriegen und zusammenzupacken, geht mir auf die Nerven. Irgendwie fühle ich mich dann immer gestresst. Und dann habe ich keinen Spaß mehr. Ist das nachvollziehbar? Ich weiß nicht. So, dann kommt wieder mein über alles geliebter Eckenabrunder zum Einsatz. Den finde ich wirklich cool. Das war eine gute Investition. So. Oh, das war eine schlechte Klebeaktion. Weil die ja dann nicht drüber kommt. So, also rein damit. Und jetzt bekleben. Gut zu wissen. So, dann muss ich hier noch das Washi abschneiden. Die letzte Woche fand ich auch recht schön, auch wenn ich nicht so lange was davon hatte, aber da war ich ja selber dran schuld. Aber eine schöne Woche. Das sind fast die gleichen Farben wie diese Woche, fällt mir gerade auf. Aber na gut. So, dann her mit dem Planer und rein mit der Woche. So, auf jeden Fall mal was anderes. Und ich hätte es nie so gemacht, wenn ich die Tauschpäckchen nicht gekriegt hätte. Nochmal vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend.